Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Kurz vorab Informationen zu den Mods zum Texture Pack, alles in der Videobeschreibung, also da auf jeden Fall mal reingucken. So, jetzt schauen wir erstmal, wo wir stehen geblieben waren. Ja, wir hatten ja zuletzt noch kurz das Schwein eingezäunt und ein Hühnchen. Und während ich so die Aufnahmepause gedrückt habe, habe ich mal geguckt, was wir so brauchen, um unsere erste Quarry zu bauen. Also so ein Steinbruch, der automatisch dann die Blöcke abträgt, weil das will ich echt als nächstes mal irgendwie in Angriff nehmen. Aber da brauchen wir ein paar Sachen für. Brauchen wir ein paar, ich kann das ja einmal zeigen. Das ist nämlich dieses Ding, ja, Steinbruch, auf Englisch nennt sich das, glaube ich, Quarry. Wenn ich das mal anklicke, dann brauchen wir ein paar Sachen dafür. Also auf jeden Fall drei Diamanten schon mal für die Diamantspitzhacke. Und dann, ups, jetzt habe ich es wieder weggeklickt, brauchen wir noch Diamantzahnräder. Die stellt man dann aus vier Diamanten und einem Goldzahnrad jeweils her. Das Goldzahnrad wieder aus vier Goldbarren und einem Eisenzahnrad. Das Eisenzahnrad aus einem Steinzahnrad und vier Eisenbarren. Und das Steinzahnrad aus einem Holzzahnrad und vier Steinen. Und das Holzzahnrad aus vier Stöckern. Also wir haben einiges vor und dann müssen wir das natürlich noch mit so einem Motor antreiben. Also das billigste Gerät, was wir hier bauen können, ist so ein Redstone Engine. Bauen wir halt aus einem Kolben, Piston, zwei Holzzahnräder, ein bisschen Glas und ein bisschen Holz. Und hier gibt es eben drei verschiedene Arten und die haben eben je nach Ausführung auch verschiedene Leistungen. Also es geht dann unterschiedlich schnell. Und dann brauchen wir natürlich auch noch hier so Transportrohre, Transportpipes, damit diese abgetragenen Steine von der Maschine auch irgendwo hin transportiert werden, zum Beispiel irgendwie eine Truhe oder so. Ja, das haben wir auf jeden Fall noch vor. Oh, toll, jetzt habe ich so viel erzählt, jetzt ist schon wieder Nacht geworden. Und ja, wir müssen ja irgendwie an die Gegenstände mal kommen. Das heißt, wohl oder übel, werden wir da ein bisschen farmen müssen. Und ich schlage vor, ich gucke mal in unsere Truhe hier rein. Das kann ich mal ablegen, das kann ich mal ablegen. So, hier haben wir noch ein paar Eier, noch ein paar Weizenkörner. Setzlinge, das können wir mal ablegen, die Zäune. Und okay, zwei Spitzhacken haben wir hier bei. Würde ich sagen, wir machen uns mal auf in unsere Mine hier unten. Ganz nach unten. Und dann werden wir mal kurz ein bisschen farmen. Vielleicht finden wir ja direkt was Tolles. Besten Diamanten und Gold. Das wäre toll. Und natürlich Eisen. Das wäre auch super. Warte, wie kann man jetzt nochmal nachgucken, auf welcher Höhe man ist, mit welcher Taste? Das habe ich vergessen. F1? Nee, ups. 2? Oh, Screenshot. Naja, auch gut. Egal, egal. Wir waren da unten ja schon auf einer guten Höhe, wo wir da schon mal die Diamanten gefunden hatten. Ach, hier waren wir ja, genau. Das war ja auf, Moment, da ist ganz unten. Wir können ja einfach mal ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Scheiße. Und machen wir das einmal so. Na, komm. Also 6 war hier. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Irgendwo so hier auf der Höhe, das kann ja gar nicht verkehrt sein. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns da einfach mal rein. Werden noch einen höher gehen. So, und dann werden wir nochmal, oh, da ist schon mal Kohle, das ist gar nicht verkehrt. Die brauchen wir ja auch immer wieder. Oh, wieder ein Kohleflöz. Und dann werden wir uns hier einfach mal rein buddeln. In der Hoffnung, dass wir gleich auch. Oh. Haben wir eigentlich Fackeln mit?
Ja, haben wir. Die werden wir mal direkt austauschen gegen, ach, machen wir das mal so. Und ich höre doch wieder die Lava. Die Kohle, wir brauchen die Kohle. Oh, da ist schon Eisen, das ist sehr gut. Mal gucken, auf was für Monsters wir hier so stoßen. So. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall unseren Ausgang einmal markieren. So, mit den Fackeln, da wird es dann lang gehen. Genau. Dass wir das auch nicht verpassen, wenn wir uns hier weiter vorbuddeln. Muss die schöne Minecraft-Musik hin. Eisen, komm zu mir. Wunderbar, das war schon mal sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir brauchen eigentlich gar nicht höher zu gehen, weil ich glaube, wir können ja einmal kurz gucken, ob wir hier direkt irgendwas finden oder sehen. Nein, wo wir schon mal hier sind. Ne, hier ist gar nichts mehr. So, dann können wir das auch einmal zumauern, dass wir auch nachher nicht den falschen Weg gehen. So. Dann bauen wir uns hier mal einen Gang eben durch. So. Oh, da haben wir nochmal Kohle. Okay, schade. Ich dachte, wir wären auf irgendwie eine große Höhle gestoßen, aber nun denn, haben wir hier leider nur ein bisschen Kohle. Geht's aber weiter. Da geht es weiter. Sind das so eine Mini-Höhlen immer, ne? Was ist denn das? Naja, buddeln wir uns hier mal weiter. Was war das denn? Das klang unheimlich. Oh, da ist Lava. Das gucken wir uns an. Ja, wow. Mehr als Lava ist hier auch nicht. Das ist schade. Na ja, gut, dann geht's hier einfach mal weiter. Immer weiter buddeln wir uns durch den Stein. Mal gucken, wo wir rauskommen. Aber wie war die Taste nochmal, dass man sich die Höhe anzeigen lassen kann? Das muss ich mal eben googeln. Bis gleich, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Und zwar, ich habe mal gegoogelt, also auf F3 kann man sich das anzeigen lassen. Und jetzt sind wir auf Höhe 13. Also wir sind auf einer guten Höhe, glaube ich, für Diamanten. Und den ganzen Spaß. Wenn ich mich recht entsinne, das war so ab so Höhe 12 bis 15 irgendwie, kann das hinkommen? Irgendwie so um den Dreh. Dass man da welche findet, ich weiß es nicht mehr genau, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe jetzt keine Lust, schon wieder zu googeln. Und das Spiel zu minimieren. Wenn die Lava brodeln. Alter, wo kommt da denn alles runter? Nur dieses, was ist denn das überhaupt? Kies. Na, aber ein bisschen Flint können wir sammeln, das ist sehr gut. Das ist schon anstrengend, wenn wir hier absolut irgendwie nichts finden. Das ist schon nicht schön.
So. Lup. Und der ganze Kies, das geht einem ja auf den Nerven hier ein bisschen. Wir müssen auch noch mal wieder eine Breite. Dim. Gleich ist unsere Spitzhacke auch leider wieder am Arsch. Das ist nicht so optimal. Oh, wie viel Stein wir hier einfach nur abbauen, ey. So, zum Glück haben wir noch eine dabei. So, ein bisschen wieder Licht machen. Wir können noch mal wieder ein Stückchen nach unten. Ansonsten müssen wir uns dann einfach eine Höhle. Okay, da ist schon mal Eisen. Na, das lässt ja mal hoffen. Wenigstens etwas nach dieser langen Zeit wieder. Oh, da ist noch mehr Eisen. Das ist sehr gut. Schwupps. Und es werde Licht. Ah, sehr gut. Eisen können wir auf jeden Fall gebrauchen, damit wir hier unsere verbrauchten Spitzhacken auf jeden Fall wieder raus haben. Das ist wichtig. So, mit dem Stein. Ich weiß gar nicht, was. Da können wir ja ein Schloss mitbauen. Ja, das ist echt immer so das Langweiligste, so einfach. Strip Mining machen oder generell Blöcke abbauen, aber wenn wir das einmal geschafft haben und genug Diamanten und den ganzen Kram zusammen haben und uns dann unsere Quarry bauen können, dann baut die nämlich alles für uns ab. Dann müssen wir nichts mehr machen. Müssen wir uns nicht mehr in dieser stinkenden, dunklen Grube bewegen. Da freue ich mich ja schon drauf. Bim, 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 bim. Ach, Leute. Das ist anstrengend, ja. Ich halte zwar die ganze Zeit nur meine Maustaste gedrückt, aber trotzdem ist es anstrengend. Besonders bei diesen Lichtverhältnissen. So. Jetzt machen wir hier den Gang und ich glaube, wenn ich hier noch einen Block abbaue, dahinter ist Diamant. Schade, komm. Aber hinter dem. Komm. Hier. Mann, Mann, Mann. Aber ich bin echt nicht der beste Minenarbeiter hier. Ich glaube, das sieht man. So, wie tief sind wir eigentlich? Höhe 11. Oh, Gold! Gold! Yippie! Oh, herrlich. Wir sind reich. Reich! Gib mir das ganze Gold. Ab in die Tasche. Ich glaube, hier sind wir auf einem guten Weg. Hier kommt auch die Kohle und ich habe ein Gefühl, gleich kommt auch Diamant. Aber wir sind auf der richtigen Höhe. Das kann echt nicht anders sein. Also Gold finden wir hier. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das können wir nämlich auch gebrauchen für unsere Zahnräder. Also aus Gold, ne? Die brauchen wir ja auch. Schwupps. Nein. Oh Mann. Oh, jetzt ist unsere letzte Spitzhacke auch noch kaputt gegangen. Ja gut, dann verdrücken wir uns erstmal wieder nach oben. So, den ganzen Stein nehmen wir mit. Stopfen wir alles in eine Truhe. Ja, mitkommen.
Ja, und wenn wir oben sind, dann ist die Zeit auch schon wieder rum von dieser Folge. Moment, mussten wir. Oh, hier ist noch Redstone. Ja, das müssen wir, daran müssen wir denken. So, und dann gleich erstmal Nachschub an Spitzhacken basteln. Und hinauf! Nicht schön fürs Auge, aber dafür schnell. Ach, Mann. Immer diese Kante, die muss ich auch noch abschlagen. Können wir nicht einen Fahrstuhl bauen oder so? So. Ganz aus der Puste hier. So, erstmal Gold da reinpacken. So, dann packen wir hier. Schön. Packen wir hier das Eisen rein. Haben wir da noch was fertig? Nein. So, und dann laden wir nochmal hier Kies und Stein und alles ab. So, die ganze. Ach, die Kohle können wir eigentlich nochmal hier verteilen. So. Wunderbärchen. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Zeit ist leider rum. Und ich denke, ich werde hier offscreen nochmal ein bisschen minen, damit das nicht ganz so langweilig wird für euch, ne? Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn ich ein bisschen Diamanten und sowas gefarmt habe, ne? Das werde ich mal machen. So, also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.